Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Jan Stöss ist bestimmt ganz toll, Frau Kofbinger. Sie könnten ja mit ihm den Schulterschluss machen. Wir werden da nicht mitmachen. Ich würde mich freuen, wenn Sie jetzt dem zuhören würden. Wenn wir über Ihren Antrag reden, dann können Sie jetzt auf die Tränendrüse drücken und zu Recht auf die schwierige Situation der Späti-Betreiber und Betreiberinnen hinweisen. Nur eins können Sie nicht machen, und zu sagen, es geht hier nicht um grundsätzliche Fragen. Doch, es geht bei Ihrem Antrag um die grundsätzliche Frage einer weiteren Ausweitung der Ladenöffnungszeiten in dieser Stadt und damit einer weiteren Änderung des Ladenöffnungsgesetzes. Nicht mehr und nicht weniger. Je, das ist jetzt mal ganz egal, ob es da nur um einen Satz geht oder um zwei Sätze. Sie möchten das Ladenöffnungsgesetz verändern. Das haben Sie auch beschrieben. Wie? Sie möchten die Spätis in den Paragraph 4 aufnehmen. Ich muss Ihnen sagen, da können Sie dann mit Jan Stöss drüber diskutieren und dann können Sie es uns im Ausschuss noch mal erklären. Ich bin keine Juristin. Ob das rechtlich geht oder nicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich glaube es übrigens nicht, aber vielleicht werden Sie uns irgendwann noch mal genauer erklären. Die jetzigen Öffnungszeiten in dieser Stadt sind eigentlich von Montag 0 Uhr bis Samstag 24 Uhr. Also wenn Sie in Ihrer Begründung noch mal darauf hinweisen, wie schlimm die Situation für die Touristinnen und Touristen ist. Liebe Grünen, kein Mensch muss in dieser Stadt hungern, auch nicht die Touristen, zumindest nicht wegen der Ladenöffnungszeiten. So, und jetzt haben Sie noch mal zu Recht darauf hingewiesen, wie schwierig die Situation der Späti-Besitzer ist. Und ich finde Ihren Ansatz, na mal höflich gesagt, irgendwie unterirdisch. Und ich hoffe, dass Sie diesen Ansatz nicht auf die ganze Stadt übertragen. Sie argumentieren letztlich so, die Späti-Besitzer können von ihrem Einkommen nicht leben und deshalb wollen Sie, dass die Arbeitszeit für Sie ausgeweitet wird. Das, finde ich, bietet keine Lösung. Das ist unterirdisch. Ich sage es noch mal. So, und was mich besonders geärgert hat an Ihrem Antrag, übrigens, Frau Kahlefeld, weil Sie ja noch mal auf die sehr kontroverse Debatte bei unserem Parteitag hingewiesen haben, bei unserem Parteitag kam niemand auf die Idee zu sagen, dass denn auch Beschäftigte an dem Sonntag arbeiten sollen. Das schließen Sie mit Ihrem Antrag nicht aus. Sie wollen natürlich zulassen, dass auch Beschäftigte, die bei einem Späti arbeiten, sonntags arbeiten können. Und das, finde ich, ist dann schon ein sehr weitgehender Eingriff in das Ladenöffnungsgesetz. Und wenn wir Ihnen folgen würden, können Sie mir bitte erklären, warum nicht andere Händler von kleineren Lebensmittelgeschäften dagegen klagen sollen, dass auch sie sonntags öffnen wollen, weil auch sie können oftmals nicht von ihrem Einkommen leben. Mit welcher Begründung wollen Sie sagen, dass das nicht geht? Und dann werden irgendwann die großen Discounter kommen und die großen Kaufhäuser kommen und werden auch klagen. So, also ich sage das alles, weil ich finde, man muss auch eine Risikobewertung vornehmen, wenn man sowas fordert und nicht sagen, das ist ja nur Pillepalle, weil da wird nur ein Satz eingefügt. Und was Herr Janke gesagt hat, ist übrigens nicht von der Hand zu weisen. Jetzt kann einem ja die Rechtsprechung gefallen oder auch nicht gefallen. Entschuldigung, aber ich sage mal an die Freunde und Freundinnen des Rundumshoppens, zu denen ich nicht gehöre, auch die Kirchen werden erneut klagen. Und wir werden mit Ihrem Antrag eine Riesenklagewelle haben, mit ungewissem Ausgang. Wir haben das auf dem Parteitag tatsächlich lange und kontrovers diskutiert. Wir möchten keine weitere Verschlechterung der Menschen, die im Einzelhandel arbeiten. Und wir möchten keine weitere Veränderung und Ausweitung der Ladenöffnungszeiten. Und deshalb werden wir Ihren Antrag nicht zustimmen.